Hallo, liebe Zuschauer hier im Studio, liebe Gäste an den Fernsehern und im Internet. Ich freue mich sehr, bei diesem spannenden Filmprojekt der Schüler hier aus Potsdam-Babelsberg vom Filmgymnasium dabei sein zu dürfen. Und heute wird hier alles von Filmschülern gemacht. Ich ziehe jetzt schon den Hut, den ich nicht aufhabe. Tolles Projekt und wir alle dürfen hier mitgestalten. Diese nächsten 60 Minuten, meine Damen und Herren, die führen uns ins Europa vor 200 Jahren zurück. Damals hat sich der Kontinent entscheidend verändert. Und wir schauen uns mal den ersten Einspieler an. Was ist das da für ein Schild? Das Schild? Das ist Rotkäppchen. Das ist das Märchen der Brüder Grimm. Das ist hier entstanden. Wir fahren aber mal zur nächsten Stelle. Das ist der Sterntaler. Ja, Jonathan, das ist der dreistämmige Baum aus dem Sterntaler. Mhm. Wo die Sterne und das Gold heruntergeregnet sind in dem schönen Märchen von den Brüdern Grimm. 1813 geschrieben. Aha, 1813. Da war doch auch Napoleon hier. War der eigentlich genau hier? Ja, nicht hier direkt, aber ganz in der Nähe. Und da kenne ich ein Denkmal an der Stelle, wo er gekämpft hat. Aha. Können wir denn da mal hinfahren? Ja, logisch. Okay. Ja, Jonathan, das ist das Denkmal. Hier hat der Napoleon gekämpft und verloren. Mhm. Aber viel mehr weiß ich auch nicht. Sag mal, was habt ihr denn in der Schule gelernt darüber? Ja, wir haben einiges darüber im Unterricht gelernt. 1812 ist Napoleon ja nach Russland, um Moskau zu erobern. Aber er ist halt mit der Kälte nicht klargekommen. Und dann wollte er halt wenigstens Berlin haben. Hat einen Versuch gestartet, wurde aber in der Nähe von Berlin geschlagen. Und hier hat er dann einen zweiten Versuch gestartet, nach Berlin zu kommen. Aber wurde auch zurückgeschlagen und schließlich nach Leipzig abgedrängt. Dort, wo das Völkerschlachtdenkmal steht. Genau. Das würde mich auch noch interessieren. Lass uns hinfahren. Lass uns hinfahren. So könnte ja ein Schlachtfeld ausgesehen haben. Mhm. Sag noch mal, was du über dieses Völkerschlachtdenkmal und über diese Schlacht weißt. Das war eine riesige Schlacht. 600.000 Leute, über 100.000 Tote. Und ich habe dir erzählt, dass Napoleon immer mehr nach Leipzig abgedrängt wurde. Und hier wurde er halt vernichtend geschlagen. Von den Preußen, von den Österreichern, von den Schweden und dann am Ende auch von den Sachsen, die vorher seine Verbündeten waren. Danach ist Napoleon nie wieder richtig zurückgekommen. Er ist nach Frankreich zurück und ja, das war sozusagen das Ende von Napoleons Herrschaft hier. Also ein Wendepunkt. Ja. So, kurz vor acht
Jonathan, wir lassen jetzt den Napoleon sein und gehen jetzt Armbrot essen. Ja, gute Idee. Aber mich würde schon noch was dazu interessieren. Für uns auf den Spuren von Napoleon unterwegs, Michael Fugmann und Jonathan Nater, Großvater und Enkel. Und ich freue mich sehr, Sie jetzt quasi direkt aus Leipzig hier bei uns im Studio begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Herr Fugmann, was hat Sie dazu gebracht, über den Weg Napoleons so gründlich nachzudenken? Ja, kurz gesagt, mein Enkel Jonathan, der besucht ja hier das Filmgymnasium. Das Gymnasium und hat als Aufgabe, einen Film zu drehen. So, und zwar den Rückzug von Napoleon. Und da ich in Südbrandenburg wohne, ist der Napoleon praktisch unmittelbar vor unserer Haustür mit seinen Truppen vorbeigezogen. Und Sie haben es nicht gewusst, oder doch? Und ich habe nicht gewusst, jetzt weiß ich es. Und da bot sich natürlich eine Zusammenarbeit an und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie viel Spaß Sie gemeinsam hatten. Ja, also mir ist erstmal klar geworden, dass sehr viel in der näheren Umgebung zu erforschen gibt. Man braucht ja also nicht so weit wegzufahren. Und wir haben uns auch öfters gesehen. Er kam ja sehr oft dann auch mit dem Zug angefahren und wir haben da sehr viel entdeckt. Und Sie machen sicherlich weiter in Ihrer Freizeit, oder? Ja, als Heimatforscher vielleicht. Ja, okay, siehst du, gutes Werk jetzt an, lieber Jonathan. Du produzierst mit deinen Mitschülern diese Sendung, ganz großartiges Projekt. Sowas kann man nicht in 14 Tagen oder 3 Wochen zustande bringen. Das beschäftigt euch, glaube ich, jetzt schon seit September vergangenen Jahres. Wer hatte die Idee, wie ist es dazu gekommen? Ja, also es ist so dazu gekommen, wir konnten in der 11. Klasse einen Filmpraxiskurs wählen, wo wir so praktisch in den Filmberuf eingeführt werden. Und ja, dann ist es so zustande gekommen, dass das Kulturland Brandenburg an uns herangetreten ist, ob wir nicht vielleicht was zu dem Thema in diesem Jahr machen können, zwischen Freundschaft und Konkurrenz. Und ja, dann haben wir auch noch die Möglichkeit erhalten, hier im Medieninnovationszentrum eine Fernsehsendung zu produzieren. Und ja, deswegen sieht man heute hier an den Kameras und auch drüben in der Bildregie meine Mitschüler. Dass ihr so weit gekommen seid, das erfüllt dich doch sicherlich schon ein bisschen mit Stolz, oder? Ja, das kann man so sagen. Ich wünsche euch ganz viele Zuschauer für diese Sendung. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Natürlich weiterhin bei der Ausbildung am großartigen Filmgymnasium hier in Potsdam-Babelsberg, wo nicht nur die Theorie stimmt, sondern wo ihr auch, wie wir jetzt sehen, auch praktisch sehr, sehr gut ausgebildet werdet. Vielen herzlichen Dank hier für den Besuch im Studio. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Liebe Zuschauer, die Zeit der Eroberungskriege von Napoleon war auch eine Zeit großer Verluste in Europa. Und um darüber etwas mehr zu erfahren, haben wir uns einen Historiker eingeladen, Herr Professor Dr. Jürgen Angelo. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Vielen Dank. Wie kam es denn zur Vorherrschaft Napoleons auf dem europäischen Kontinent? Im Grunde genommen fängt die Geschichte schon 1792 an, in dem Moment, als die Staaten Alteuropas, allen voran das alte Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Preußen und Österreich, Frankreich, also mit Frankreich im Krieg sich befinden. Die Franzosen haben zwar den Krieg erklärt, aber es geht im Grunde genommen darum, die Französische Revolution zunichte zu machen, die Ergebnisse zu revidieren. Und es sieht am Anfang auch gar nicht gut für Frankreich aus, aber die Revolution bringt so viele Energien hervor und so viele Ressourcen, dass am Ende die Entscheidungen sozusagen zugunsten Frankreichs fallen und vor allem unter Napoleon I., der erst als Konsul, dann als Kaiser agiert, der Krieg in die Staaten Europas getragen wird. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung ist im Grunde genommen die Vierte Koalition, als 1806-07 Frankreich gegen Preußen und Sachsen kämpft und im Grunde genommen auf dem Höhepunkt seiner Macht anlangt. Aber die Sachsen sind doch dann zu Verbündeten Napoleons geworden. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das hängt damit zusammen, dass Preußen und Sachsen diesen Krieg gegen Napoleon verloren haben. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt im Oktober 1806, wo Preußen und Sachsen ja noch verbündet sind. Sachsen scheidet dann aus dem Krieg aus, weil sie
von den Preußen auch im Stich gelassen werden. Das preußische Heer zieht sich ja sehr weit nach Osten zurück und wird dann gezwungen, also Sachsen wird dann von Napoleon gezwungen, einen Frieden einzugehen, den Frieden von Posen im Dezember 1806, wo Napoleon vor allem das Ziel verfolgt, Sachsen in den Rheinbund hineinzubekommen. Die Sachsen werden sozusagen in die französische Heerfolge eingegliedert. Und als Geschenk bekommt Sachsen dann die Königskrone. Sie hatten ja vorher nur die polnische Krone, jetzt haben sie eine sächsische. Das hat Napoleon nichts gekostet. Und sie bekommen ebenso ein kleines Gebiet, preußisches Gebiet, nämlich die Cottbusser Enklave. Das ist nicht viel, aber es ist ein symbolischer Akt, der nun bedient sich Sachsen aus der Erbmasse seines ehemaligen Verbündeten Preußens. Und das ist eine Situation, die später umgedreht werden kann. 1813, die Völkerschlacht bei Leipzig. Wir haben schon vorhin im Film das Denkmal gesehen. Das war definitiv das Ende Napoleons? Nein, das war nicht das Ende. Es war ein Abstieg auf Raten. Im Grunde genommen fängt dieser Abstieg mit dem Winterfeldzug 1812-13 in Russland an. Dann wird er fortgesetzt im Frühjahrsfeldzug 1813. Der Herbstfeldzug 1813 hat dann die Völkerschlacht bei Leipzig als großen Höhepunkt. Der Krieg wird dann um die Jahreswende 1813-14 nach Frankreich getragen. Auch dort wird noch gekämpft. Und Paris fällt erst am 31. März 1814. Und wir wissen, dass nach der ersten Abdankung Napoleons er ja ein Jahr später noch einmal zurückgekommen ist und für 100 Tage regiert hat und dann erst im Juni 1815 bei Waterloo endgültig geschlagen wurde. Spannendes Thema. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt trotzdem mal einen kleinen Stopp. Wir reden gleich weiter. Liebe Zuschauer, wir haben nämlich Miriam losgeschickt für den zweiten Einspieler. Und Miriam hat Dr. Lutz Vogel getroffen vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in der Oberlausitz. Ich sitze hier in der freien Natur an der ehemalig preußisch-sächsischen Grenze. Vor mir liegt eine Karte von Sachsen in den Grenzen von 1813, einer Zeit, in der Sachsen noch eine viel größere Größe hatte als nach dem Wiener Kongress. Es reichte im Süden von Erzgebirge bis in den Norden in die Niederlausitz, im Osten von Niederschlesien bis in den Westen in Richtung Thüringen. Der Wiener Kongress brachte eine territoriale Neuordnung Europas mit sich. Letztlich kam es zu einer Teilung des Landes. Preußen annektierte einen Großteil in den nördlichen Gebieten Sachsens, sodass nur etwa die Hälfte der Bevölkerung, etwas weniger als die Hälfte des Territoriums bei Sachsen, verblieben. Ich stehe in der Nähe von Bernsdorf in der Oberlausitz an einem Zeugnis der sächsisch-preußischen Grenze von 1815, einem Grenzstein, der gesetzt worden ist in den 1820er Jahren und der den Grenzverlauf an dieser Stelle markiert. Diese Grenzziehung hatte sofortige Konsequenzen für die Bevölkerung, denn es gab dann einen Wechsel der Staatsangehörigkeit quasi über Nacht und es entstanden die im Volksmund sogenannten Neupreußen. Das heißt, die Staatsangehörigkeit der Bevölkerung, die vorher in sächsischen Landen gewohnt hatten, die jetzt preußisch geworden sind, änderte sich über Nacht. Die Grenzziehung erfolgte bisweilen recht willkürlich, sodass bisweilen die Grenzen mitten durch Dörfer gingen, sodass der eine Teil des Dorfes preußisch geworden ist und der andere Teil in Sachsen verblieb, was dann auch zur Folge haben konnte, dass die Leute, um in die Kirche zu gehen oder um einkaufen zu gehen, die Grenze überschreiten mussten. Im Übrigen genauso wie Schüler, die dann von heute auf morgen plötzlich auf preußische Schulen gehen mussten. Auch bisweilen Kurioses kam deswegen im Sommer 1815 zustande. So gab es Gemeinden, deren Hauptsitz auf dem sächsischen Teil lag, aber die auch Pfarrkirchen im preußischen Teil hatten. Und so gab es Anfragen, ob denn der Pfarrer einer Gemeinde hier in der Nähe einen Huldigungsgottesdienst für den preußischen König machen sollte, obwohl er ja eigentlich als Pfarrer in Sachsen beschäftigt war. Auch die sich ändernde Staatsangehörigkeit hatte große Auswirkungen auf die hier lebende Bevölkerung. So gibt es die Geschichte des Maurergesellen Johann Traugott Jurisch aus Wiednitz, von hier aus gesehen 2 Kilometer in diese Richtung, der nach Großgrabe, von hier aus gesehen 2 Kilometer in diese Richtung, einwanderte, nur 4 Kilometer überwand, aber denselben Einbürgerungsprozess durchlaufen musste wie einer, der aus Berlin, Paris oder Brüssel nach Sachsen gekommen wäre. Wann die Sachsen, die Neupreußen, dann wirklich in Preußen angekommen sind, diese Frage ist schwer zu beantworten. Vielleicht hat es eine Generation gedauert,
vielleicht ging es schneller. Proteste größerer Art sind auf jeden Fall nicht dokumentiert. Die Folgen der sächsischen Teilung von 1815 sieht man in einigen Bereichen bis heute. Wenn man an die Zugehörigkeit von Orten zu Landkreisen oder auch Bundesländern denkt und sich an die Abstimmungen erinnert, die es nach der Wende darüber gegeben hat. Und auch dann, wenn man an die Kirchenorganisationen denkt und dass der östliche Teil Sachsens eben nicht in der Sächsischen Landeskirche, sondern der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz angehört. Ich selbst bin in Sachsen im Erzgebirge groß geworden und lebe jetzt in Dresden. Wenn ich darüber nachdenke, dass es zu meiner Zeit passiert wäre, ich glaube, mir wäre es schwer gefallen, Preuße zu werden. Schön heiß, ne? Das ist schon ganz schön dreist, das hören wir hier nicht so ganz gerne. Lassen Sie uns, Herr Professor Angelo, über den Wiener Kongress reden. Wir sehen hier auch eine Karikatur zum Kongress. Bis heute hat sich erhalten, dass man sagt, der Kongress tanzt, der Wiener Kongress tanzt. Hat die Politik damals überhaupt keine Rolle gespielt? Haben die rauschende Ballnächte Nächte gefeiert? Ja, das ist der tanzende Kongress, vor allem der Walzer tanzende Kongress, ist eine nachträgliche Stilisierung des Wiener Kongresses. Das hat mit der Realität nicht ganz so viel zu tun. Ein Augenzeuge, ein preußischer Gesandter, Graf Nostitz, meinte, hier werden nur langweilige Polonaisen getanzt. Also von Walzer konnte eigentlich gar nicht die Rede sein. Natürlich hat es eine ganze Reihe von Festivitäten gegeben. Es hat Hofjagden gegeben, es hat Konzerte gegeben. Beethoven hat dort Sinfonien aufgeführt. Es hat riesige Feldmessen gegeben. Und so weiter. Und das war auch wichtig für diesen Kongress, denn der Kongress musste ja auch zeigen, dass das Europa, so wie es sich neu finden würde, dass es zusammengehörte, dass man ein solidarisches Gefühl zwischen den Monarchen auch entwickelt hatte. Beim Tanzen aber zueinander. Ja, aber auf der anderen Seite wurden natürlich die wichtigen politischen Entscheidungen nicht während der Bälle getroffen, sondern in den Hinterstübchen. Und das waren vor allem die fünf Großmächte, die sich hier getroffen haben und die hier neben der Kommissionsarbeit, hier erinnere ich nur an die Statistische Kommission, die sehr wertvolle Arbeit geleistet hat, aber die eigentlichen politischen Entscheidungen in informellen Gesprächen meistens getroffen haben. Und eine war, dass Sachsen zur Hälfte oder sogar mehr preußisch wurde, ne? Ja, also Sachsen wurde zu 60%, ging zu 60% an Preußen. Und Preußen hatte ja die gesamte Annexion Sachsens oder eine Gesamtannexion Sachsens verlangt. Das Problem war nur, dass diese sächsische Frage mit der russischen Frage, also mit der polnischen Frage verbunden war. Russland wollte nämlich Polen ganz annektieren. Und Preußen hatte sich mit den Russen sozusagen so eng eingelassen, dass man beides zu einem Young-Team verbunden hatte. Und die Mächte hätten sicher der Annexion Sachsen zugestimmt, aber ein russisches Vordringen so weit bis an die Westgrenze Polens, dem wollte man nicht zustimmen. Und deswegen kam man am Ende auf einen Kompromiss. Aber es sah Anfang November 1814 sehr schlecht aus. Der Kongress war sozusagen in eine Krise geraten und die ehemaligen Verbündeten fanden sich plötzlich in Koalitionen gegeneinander wieder. Der französische Außenminister Talleyrand hat dann dazu gesagt, ich fürchte, die Hauptspeise haben wir verzehrt, zum Dessert gibt es Kanonenkugeln. Man hat dann im Januar 1815 doch noch einen Kompromiss gefunden. Preußen hat, wie gesagt, 60% Sachsens annektiert, hat dann als Abfindung Westfalen und die Rheinprovinz bekommen. Und Russland bekam dann das, was wir dann als Kongresspolen bezeichnen, ohne Krakau und ohne Posen. Mhm. Wollen wir die wichtigsten Ergebnisse der Neuaufteilung Europas von 1815 noch mal zusammenfassen? Ja, es ist jetzt unmöglich, die ganzen territorialen Verschiebungen zu zeigen. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass man sagen kann, dass Europa nicht zum vorrevolutionären Status quo ante sozusagen zurückkehrte, sondern dass man die Veränderungen, die infolge der napoleonischen Kriege, infolge der Koalitionskriege gegen Napoleon eben stattgefunden hatten, dass man diese Veränderungen registrierte und dass man sie berücksichtigte und dass man versuchte, einen Ausgleich der Interessen zu finden, dass man versuchte, Europa in ein Gleichgewichtssystem zu bringen. Und das ist auch gelungen. Und deswegen hat diese europäische Ordnung, wie sie auf dem Wiener Kongress initiiert wurde und durchgesetzt wurde, obwohl sie die nationalen Fragen nicht berücksichtigte und die orientalische Frage und viele andere nicht, trotzdem eine so lange Haltbarkeit gehabt. Vielleicht auch wegen der vielen Tänze, die da getanzt wurden. Ja, vielleicht. Vielen Dank, Herr Professor Angelo, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Danke sehr. Ein
liebe Zuschauer, unser nächster Gast ist Dr. Kurt Winkler, der Direktor des Hauses der brandenburgisch-preußischen Geschichte. Und vor der Kulisse des Schlosses Doberlug hat Herr Dr. Winkler schon Platz genommen. Wir bleiben aber mal in Potsdam, weil das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte befindet sich in Potsdam. Vielleicht stellen Sie uns Ihr eigenes Haus zunächst mal vor. Also unser Haus ist, wie Sie sagen, in einem historischen Gebäude untergebracht, im historischen Kutschstallgebäude. Das ist eines der Im Zentrum Potsdam, eines der beiden Originalgebäude sozusagen des ehemaligen königlichen Schlosses. Und wir sind ein Haus, das wir immer so als Geschichts- und Bildungsforum bezeichnen. Das heißt konkret, wir machen Ausstellungen, etwa 4 bis 5 Ausstellungen im Jahr. Wir haben eine Dauerausstellung zur brandenburgischen Landesgeschichte. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir seit Jahren eine sehr intensive Bildungsarbeit betreiben, auch gerade für Schulklassen, die wir in unserem Haus empfangen und die dann so einen historischen Tag sozusagen auf Spuren der Geschichte durchführen. Wie sieht der aus? Das sieht so aus, die Schulklassen kommen zu uns, bekommen dann eine Führung durch die Dauerausstellung. Dann gibt es ein historisches Mittagessen, wo ein bisschen was erläutert wird über die Rolle der Kartoffel. Zeit Friedrichs des Großen, ganz wichtig. Und dann geht es auf eine historische Rallye, wo wir ein bisschen die nähere Umgebung erkunden. Und dann wird ein Nachmittagsprogramm gemacht in Schloss Sanssouci, wo wir etwas erläutern können über die preußische Geschichte und sozusagen über die höfische Kultur auch des Rokoko. Jetzt machen wir eine kleine Reise aus Potsdam raus nach Doberlug. Wie lange ist man da mit dem Auto unterwegs? Sie sind mit dem Auto knappe 2 Stunden unterwegs und mit dem Zug von Berlin aus kann man das in 1 Stunde 40 Minuten fahren. Die Reise lohnt sich, weil im Schloss Doberlug die erste brandenburgische Landesausstellung stattfindet, liebe Zuschauer. Preußen und Sachsen küssen sich quasi, so ist das Motto. Und unser Kamerateam durfte schon vor der Eröffnung mal Mäuschen spielen. Und ich bin ganz neugierig, was uns jetzt sozusagen gezeigt wird. Ich begrüße Sie recht herzlich auf Schloss Doberlug, hier in der Stadt Doberlug-Kirchen, dem Austragungsort der ersten brandenburgischen Landesausstellung. Sie sehen, es ist in den herrschaftlichen edlen Farben wieder erstanden, also in edlen Weiß, abgetönt mit Grau und Schwarz und natürlich die wunderbar rotbraunen Fensterrahmen, die hier reinpassen. Der Wiener Kongress 1814, 1815 brachte es mit sich, dass große Teile Sachsens, speziell die Niederlausitz und auch Teile der Oberlausitz, nach Preußen kamen. Ich glaube, in 11 Tagen oder 12 Tagen oder so eröffnen wir. Das heißt, hier wird gerade richtig schön gearbeitet und Sie erleben heute, sind Sie an einem Tag da, wo richtig viel passiert. Und ihr seht hier an dieser Situation, es stehen noch Kisten hier, es wird also noch fleißig aufgebaut. Es ist so bei Sonderausstellungen, denn ihr müsst euch vorstellen, die Objekte, die wir hier zeigen, um euch 200 Jahre preußisch-sächsische Beziehungskiste zu zeigen. Die haben alle eine weite Reise angetreten, um jetzt hier in dieser Ausstellung dabei sein zu können. Und wenn wir jetzt nach vorne blicken und an das Ende der Ausstellung denken, dann werden die auch alle wieder so verpackt, wie ihr das hier seht, sodass ihnen nichts passiert, wenn sie denn ihre Reise zurück zu den Leihgebern antreten.
Ich bin die Kuratorin der ersten Brandenburgischen Landesausstellung, also für den Inhalt verantwortlich, für den Bereich Ausstellung, Vermittlung, Publikation. Dazu gehört auch viel Organisatorisches. Kurator hat immer von vielem etwas Ahnung und von wenigem richtig in die Tiefe gehende Ahnung, aber man muss bei allem mitreden können. Den Besucher erwartet hier zunächst einmal ein Schloss, das es noch nie für die Öffentlichkeit zu sehen und zu besuchen gab. Er lernt also Schloss Doberlug kennen und auf dem Weg durch Schloss Doberlug rund 250 Jahre Geschichte, Preußen, Sachsen, zwei Nachbarn, die sich manchmal das Leben schwer gemacht haben, die aber auf weiten Strecken auch sehr gut miteinander ausgekommen sind und die vielleicht unter der guten alten Weisheit Konkurrenz belebt das Geschäft zu sehen sind. Es gab einen regen künstlerischen und wissenschaftlichen Austausch. Man hat natürlich auch Krieg bisweilen gegeneinander geführt, auch Aspekte, die bei uns nicht zu kurz kommen. Etwa 800 Quadratmeter, Schloss Doberlug, dabei einmal durchwandernd, sind sie von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts unterwegs und vertiefen sich in diese Nachbarschaftsgeschichte. In diesem allerletzten Raum in unserem Epilog ist etwas Emotion gewünscht. Das ist also unser Ausklang hier zur Landesausstellung. Interessante Aussagen und Bilder, die Filmschüler vom Filmgymnasium Potsdam da zutage fördern. Herr Dr. Winkler, Sie sind der Projektleiter für diese Ausstellung. Was war denn die größte Herausforderung für diese erste Landesausstellung? Also ich finde, die größte Herausforderung ist im Grunde genommen konzeptioneller Natur. Weil Sie haben ja gehört, die Ausstellung erzählt eine Geschichte über etwa zwei Jahrhunderte. Und zwar eine Geschichte, die durchaus komplex ist. Ich sage nicht kompliziert, aber komplex. Es ist die Geschichte zweier Territorien und ihrer gegenseitigen Beziehungen und dies nicht nur im Hinblick auf die politischen Verhältnisse, sondern auch auf die wirtschaftlichen Wechselwirkungen, auf das kulturelle Miteinander oder gelegentlich auch gegeneinander. Und so eine Geschichte sozusagen so zuzuspitzen, dass sie überhaupt erzählbar ist, das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst bei so einer Ausstellungsproduktion. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt in Schloss Doberlug 300 Exponate, die wir zeigen und an denen wir diese Geschichte erläutern. Und den Kuratoren ist es gelungen, das so einzufangen und zuzuspitzen auf sieben Szenen. Szenen einer Nachbarschaft ist ja der Untertitel dieser Ausstellung. Und das ist auch durchaus wörtlich zu nehmen, denn wir haben eine bestimmte Szenografie und dazu gehört dann eben auch eine Art Regie. Was steht denn im Mittelpunkt einer solchen Szene? Die Königskronen waren zum Beispiel zu sehen, die verdeutlichen natürlich diesen für die Geschichte ganz wichtigen Punkt, der, wenn die beiden Kurfürstentümer Brandenburg und Sachsen dann zu den Königreichen Sachsen, Polen und Preußen werden. Da drücken sich bestimmt immer ganz besonders viele Besucher die Nasen platt, oder? Ja, das sind natürlich besonders spektakuläre Objekte, weil natürlich so eine Königskrone auch eine hohe symbolische Bedeutung hat. Und so etwas sozusagen so auf den Punkt zu bringen und zuzuspitzen, dass gewissermaßen auch Bilder entstehen und ein historischer Sachverhalt auf erzählbare Geschichten gebracht wird. Das ist, glaube ich, eigentlich die wirklich wesentliche Kunst, die man beherrschen muss, wenn man so eine Ausstellung macht. Aber es ist Ihnen gelungen, das zeigen die ersten Besucherzahlen. Wie sind Sie zufrieden? Also wir sind extrem zufrieden. Wir haben sehr gute Resonanz beim Publikum jetzt, eine sehr positive, nicht nur in den Besucherzahlen. Es waren bis heute sozusagen in den ersten knapp zwei Wochen etwa 10.000 Besucher bei uns. Da sind wir sehr zufrieden. Aber fast noch wichtiger ist eigentlich, wenn man mit den Menschen redet, auch vor Ort, dass sie sagen, ja, das ist toll, das ist unsere Region, wir fühlen uns hier erkannt. Wir sind auch stolz im Grunde genommen auf die Geschichte, die sich hier eben abgespielt hat, auf den Ort, auf dieses tolle Schloss. So ist das eigentlich eine Sache, die uns dann auch wieder sehr viel positiv zurückgibt. Und es kommen die Preußen und die Sachsen, das ist das Allerschönste. Wie lange ist die Ausstellung denn zu sehen? Die Ausstellung ist bis zum 2. November zu sehen, also man kann sie jetzt den ganzen Sommer und sozusagen bis in Herbst hinein anschauen. Welche Höhepunkte sind geplant? Also wir haben, die ganze Ausstellung ist begleitet durch ein sehr ausführliches, umfangreiches Kulturprogramm auf dem Gelände.
das teilweise durch uns und zu großen Teilen auch durch den Landkreis selbst und die örtlichen Initiativen und Partner bestritten wird. Vielleicht ein Hinweis, am 5. Juli gastieren die Brandenburgischen Sommerkonzerte mit dem Deutschen Symphonieorchester, mit einem großen symphonischen Abend. Das ist so im Punkto Veranstaltungsprogramm ein Hinweis. Aber wir haben uns einen Punkt ausgedacht, der uns ganz besonders wichtig ist. Wir sind nämlich in der Lage, ein Programm von Schülerfahrten, ähnlich dem, was ich vorhin erläutern konnte für Potsdam, auch zur Landesausstellung zu organisieren. Es werden also knapp 10.000 Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit haben, diese Ausstellung zu sehen. Und man kann sich bei uns bewerben und es gibt eben noch einige Plätze, sind frei. Wir sind fast ausgebucht, aber noch nicht ganz. Und es ist ein Spieler, ein Trailer vorbereitet, der... Den gucken wir uns jetzt den an. Den sollten wir uns jetzt mal angucken. Das machen wir mal. Herr Dr. Winkler, dass möglichst viele Schüler das Angebot annehmen und viele Erwachsene aus Sachsen und Preußen. Und ich kann Ihnen persönlich versprechen, ich komme auf alle Fälle vorbei. Würde mich sehr freuen. Sagen Sie Bescheid, dann führe ich Sie gerne durch die Ausstellung. Herzlich gern. Sehr gerne. Und danke für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Ein letztes Wort vielleicht noch zu dem, was die Filmschüler hier leisten. Ich bin begeistert. Ich finde das eine großartige Kooperation und ich ziehe meinen Hut vor dieser Professionalität. Ich auch. Ja. Dankeschön, Herr Dr. Gerne. Winkler. Liebe Zuschauer, wir waren bisher mit unseren Beiträgen in der Grenzregion zwischen Sachsen und Preußen unterwegs. Aber wie sieht es hier in der Region um Potsdam und Berlin aus? Wir haben Schauspieler Hans-Jochen Röhrig auf das ehemalige Schlachtfeld Napoleons in dieser Region geschickt. Das befindet sich in Großbeeren. Und ich frage Herrn Röhrig, welches Gefühl beschleicht Sie denn dort an dieser historischen Stätte? Frau Ringel, es ist einem zwiespältig zumute. Einerseits gedenkt man der vielen Toten und Verletzten, die hier gelegen haben. Andererseits, wenn man es historisch betrachtet, war es natürlich ein guter Tag für Preußen. Denn Napoleon, der Berlin erobern wollte, schon zum zweiten Mal, ist hier gestoppt worden. Und die Berliner Bevölkerung war sehr dankbar, dass die Preußen verbündet mit den Russen und den Schweden hier Napoleon, der mit den Sachsen und Italienern verbündet war, zurückgeschlagen worden ist. Nicht zu Unrecht als Pferdedieb bezeichnet worden. Er hatte bei seinem letzten Besuch in Berlin die Quadriga mitgenommen. Und die Berliner hatten überhaupt keine Lust, dass Napoleon zurückkehrt. Beim Wiener Kongress wurde den Sachsen fast 2/3 ihres Territoriums weggenommen und den Preußen zugeschlagen. Nun hat sich eine gewisse Spannung zwischen den Sachsen und Preußen bzw. Brandenburgern erhalten. Tucholsky beschreibt das zum Beispiel in einem Gedicht: Als Friedrich August von Sachsen noch saß auf seinem Thron, da tät die Empörung wachsen. Horch, horch, die Revolution. Im Schloss erschrak man nicht wenig, der Kammerherr wurde ganz blass, da sagte der gute König: Ja, dürfen die denn das? Wie die Deutschen so tiefsinnig schürfen, jeder Mann ein Berufungsgericht, nur wer darf, der darf bei uns dürfen, die anderen dürfen nicht. Und sitzt in der peinlichsten Lage der Deutsche, geduckt und klein, dann stellt er die deutscheste Frage und schläft beruhigt ein.
Ja, Spannungen zwischen Sachsen und Preußen oder Berlinern sind in Witzen zum Ausdruck gebracht worden, also eher harmloserer Natur. Die Preußen konnten den Sachsen anhängen, dass sie keine Ahnung haben, Kaffee zu kochen. Theodor Fontane, der mal kürzere Zeit in Leipzig als Apotheker gearbeitet hat, berichtet, er musste zu seiner Wirtin nach dem ersten Frühstück bei ihr sagen, wenn das Getränk, das Sie mir gebracht haben, Kaffee war, so bringen Sie mir bitte ab morgen Tee. Wenn es Tee war, bringen Sie bitte Kaffee. Die Sachsen ihrerseits machen sich über die Preußen lustig. Zum Beispiel wird beschrieben, dass in Dresden ein Berliner heraneilt. Sagen Sie, bekomme ich noch den Zug nach Berlin? Das kommt drauf an, wie schnell Sie rennen können. Der ist gerade abgefahren. Soweit einige Impressionen aus Großbären. Diese Impressionen haben auch dem Publikum hier im Studio sehr viel Freude gemacht. Herr Röhrig, vielen Dank. Sie sind ja als Leipziger ein geborener Sachse, sind dann in den 70er Jahren zum Preußen mutiert, haben am Hans-Otto-Theater in Potsdam lange gearbeitet. Was glauben Sie, wie haben die Sachsen die Neuaufteilung Europas nach dem Wiener Kongress, wir haben vorhin drüber gesprochen, aufgenommen? Die Sachsen waren zutiefst sauer, was man ja verstehen kann. Aber die Intelligenz der Sachsen ist ja berüchtigt. Sie haben was draus gemacht und haben sich bemüht, aus dem kleinen Land viel rauszuholen. Und Sachsen war ja im 19. Jahrhundert bestimmt eines der wichtigsten deutschen Länder. Und damit, meine Damen und Herren, zurück ins Studio zu Marina Ringel. Vielen herzlichen Dank. Auch das Potsdamer Kabarett Obelisk hat sich mit diesem Thema befasst. Unter dem Titel Eine Preußin, ein Wort, ein Sachse, ein Wörterbuch. Das gefällt mir besonders gut. Unser Kamerateam hat sich auf den Weg zum Kabarett gemacht, hat unterwegs Passanten befragt und im Kabarett dann die Kabarettisten Gretel Schulze und Andreas Zieger getroffen. Was ist so der Unterschied zwischen einem Sachsen und einem Preußen? Die Sachsen sind sehr lustige, nette Menschen, haben Humor, würde ich sagen. Okay. Ja. Also so stellen Sie sich auch den typischen Sachsen vor. Ja. Genau. Haben Sie schon mal ein bisschen zurückhalten. Die Preußen? Ja, ein bisschen geradlinig. Ja, okay, ja. Das gemacht. Also aus westlicher Sicht gelten die Preußen als sehr pflichtbewusst. Korrekt, arbeitsam und die Sachsen als technisch begabt, erfindungsreich und... Was denken Sie, ist denn der Unterschied zwischen einem Brandenburger und einem Sachsen? Ha, hier, sehen Sie es. Das ist ein Sachsen, ich bin ein Brandenburger. Wirklich? Ja, ja, das ist doch... Ja, wirklich. Genau, also... So, was denken sehen Sie ja. Naja, es gibt ja so Klischees, dass die Preußen also pflichtbewusst sind und sparsam und ordentlich. Und die Sachsen, die sind hier ein bisschen großzügiger und ne? Reisen gerne überall, wo man hinkommt, kommen Sachsen hin. Und ja, das, aber ich denke, das sind Klischees. Wirkliche Unterschiede weiß ich nicht. Die reden anders, genau. Okay. Und die Sprache und halt auch die Mentalität, denke ich mal. Sachsen finde ich offener, freundlicher. Brandenburger sind ein bisschen stur, aber nicht alle. Okay. Und die Brandenburger sind im Gegensatz zu den Sachsen eher, was denkst du? Na, ich glaube, die können gut mit Kartoffeln umgehen. Mein Name ist Schulze, Gretel Schulze. Geboren in Preußen, aufgewachsen in Preußen, 12 Jahre die knochenharte preußische Schulbank gedrückt. Ja, mehr ist zu mir nicht zu sagen. Ich bin leidenschaftlich, also in Preußen würde ich nicht sagen, aber ich lebe gerne in Brandenburg. Ja, ich bin der Andreas Zieger, ich arbeite hier im Potsdamer Kabarett, komme ursprünglich aus Sachsen, Religion sächsisch, Ausbildung habe ich noch nicht, ich bin erst Anfang 50, ich suche noch. Es wird ja jetzt hier ein Programm mit einem preußischen Akzent. Jetzt klatscht hier jeder so, als ob er innerlich mitmarschiert. Richtig. Ich zähle jetzt mal ein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Bei den Preußen kommt es immer manchmal auch sehr uncharmant direkt von vorn. Bei den Sachsen kommt es sehr charmant, aber auch des Öfteren von hinten. Und außerdem, das muss man noch hinzufügen, feiern wir ja jetzt auch ein Jubiläum. Ja. Und zwar den Wiener Kongress. Aha. Den Wiener Kongress, 200 Jahre Wiener Kongress. Das war da, als der Kongress tanzte. Sie erinnern sich, Lilian Harvey. So, also, Lilian Harvey, darüber reden wir jetzt nicht. Aber über den Kongress. Ja. Fürst Metternich spielte da eine gravierende Rolle. Der Sekt wurde da ausgeschenkt von dem Mann. Und da wurde zum Beispiel Europa nach den Napoleonischen Kriegen 1814-15 neu aufgeteilt, so wie eben heute nach der Wende. Boah, eine Sauerei war das damals. Hier zwei Drittel von Sachsen fielen an Preußen. Darunter die Niederlausitz und die Oberlausitz. Gut, aus der Niederlausitz, da hat der Platzek ja so eine Braunkohle gerade Mondlandschaft gemacht, ja, das ist okay. Aber in der Oberlausitz, da werden nach wie vor in Eberspach die Bierfässer durch die Gassen gerollt. Einen guten Sachsen zeichnet aus, mich zum Beispiel, dass er fast täglich abends auf der Bühne mit seiner Kollegin Frau Schulze, die eine Preußin ist, gut auskommt. Vor 125 Jahren haben sächsische Ingenieure für die Züge, die damals zwischen Potsdam und Berlin hin und her pendelten, pünktlich, ja, in den Raucherabteilen die Scharniere für die Aschenbecher erfunden. Ja, ja, da konnte man dann bisher, ne, also konnte man dann, wenn man die Asche leeren wollte, konnte man den Aschenbecher so rausnehmen und dann so umkippen. Bis dahin musste das preußische Zugpersonal, wenn sie die Aschenbecher entleeren wollten, mussten die immer die ganzen Züge umdrehen. So. Genau. Die jungen Gestalter dieser Sendung, meine Damen und Herren, haben in die Dekoration ein sogenanntes Allianzporträt eingearbeitet. Und wen sehen wir? Was hat es damit auf sich? Diese Frage geht nochmal an Herrn Dr. Winkler, der mittlerweile in der ersten Reihe hier im Publikum Platz genommen hat. Lieber Herr Dr. Winkler, wen sehen wir? Das sind die beiden Könige, die sich hier die Hände schütteln. Und das ist Friedrich Wilhelm I., der König von Preußen, und sein, ich sag mal, sächsischer Amtsbruder August der Starke, der Kurfürst von Sachsen und König von Polen ist zu diesem Zeitpunkt. Was hat es damit auf sich? Naja, das ist eben sozusagen, diese beiden Reiche waren ja ursprünglich gewissermaßen Nachbarn. Sie standen in einer gewissen Konkurrenz, aber natürlich auch im diplomatischen Sinn immer wieder standen sie gemeinsam, etwa gegen gemeinsame Gegner oder wenn sie im Reich bestimmte Interessen durchsetzen wollten. Und so gibt es eben immer Begegnungen, und solche Begegnungen waren natürlich Akte von großem, wichtigem zeremoniell und hoher diplomatischer Bedeutung. Und dann hat man die im Bilde festgehalten, so wie man heute also in der Tagesschau gewissermaßen dann eben solche diplomatischen Akte, ja, G7-Gipfel oder dergleichen präsentiert. So hat man das also in solchen großen Repräsentationsgemälden gewissermaßen als Bildmedium des 18. Jahrhunderts der Nachwelt überliefert. Und wie man sehen kann, mit Erfolg, denn wir schauen diese Bilder heute noch an. Gerne schauen wir sie an. Vielen Dank, Herr Dr. Winkler, für diese Erklärung. In der Programmzeile zu dieser Sendung steht zwischen Freundschaft und Konkurrenz, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Und darüber möchte ich jetzt mit zwei Gästen diskutieren, die wie durch Zauberhand hier zu mir gekommen sind. Herzlich willkommen der Chefin von Kulturland Brandenburg, Brigitte Faber-Schmidt. Und ein herzliches Willkommen dem Landrat des Elbe-Elster-Kreises, Christian Heinrich Jaschinski. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ihnen beiden einen Applaus. Lieber Herr Jaschinski, Heinrich Jaschinski, muss ich sagen, daran muss ich mich noch gewöhnen. Sie leben quasi in der Grenzregion zwischen Preußen und Sachsen im Elbe-Elster-Kreis. Worauf sind Sie, um die Gäste mal so ein bisschen in Ihre Region mitzunehmen, worauf sind Sie besonders stolz, wenn wir an Kultur oder Wirtschaft denken? Ja, im Landkreis Elbe-Elster gibt es viele Sachen zu entdecken, kulturmäßig viele Herrenhäuser, Schlösser, Klosterkirchen, die ihre Geschichte erzählen und ihre Geschichten haben, aber natürlich auch
Produkte, was man nicht im ersten Blick vermutet, entweder aus Bad Liebenwerda, Herzberg, Elsterwerda oder Finsterwalde, die zum Teil auch in der ganzen Welt verkauft werden. Automobilzulieferindustrie, das berühmte Quellwasser aus Bad Liebenwerda oder der Kalksandstein aus Rückersdorf, sowie auch Metallprodukte, Plasmaschneidmaschinen oder Transformatoranlagen. Diese kommen alle aus dem gesamten Landkreis Elbe-Elster. Und natürlich haben wir eine leistungsfähige und moderne Landwirtschaft, die ja bis in die Ballungszentren regionale Produkte liefern. In der Wendezeit hat es Volksbefragungen gegeben. Preuße, Sachsen, wo wollt ihr hin? Hat es das bei Ihnen auch gegeben? Der Landkreis Elbe-Elster ist ja 1993 aus drei Landkreisen entstanden. Und ja, in der Region Bad Liebenwerda gab es Volksbefragungen, unverbindliche Volksbefragungen, wo schon die Meinung herrschte, man möge sich doch Sachsen anschließen. Aber der Kreistag hat dann entschieden, dass der Landkreis Elbe-Elster bei Brandenburg bleibt, in der Region, wie auch zwei Drittel der Bevölkerung das gerne wünschten. Und wie sieht es an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg mit Freundschaft und Konkurrenz aus, bevor ich gleich Frau Faber-Schmidt frage? Ja, seit meinem Amtseintritt habe ich ja gleich auch die Kontakte gesucht zu den Kollegen auf der sächsischen Seite oder nach Sachsen-Anhalt. Da gibt es regen Austausch, wie wir gemeinsame Probleme angehen. Die machen ja an so einer Landesgrenze nicht halt, ob nur sächsisch oder preußisch. Wir haben gemeinsame Projekte, zum Beispiel im Landkreis Elbe-Elster eine Ausbildungsmesse, wo auch sächsische Unternehmen sich präsentieren und jungen Menschen eine Perspektive eröffnen, zum Beispiel in Preußen wohnen und in Sachsen arbeiten oder auch umgekehrt. Und das sind Gemeinsamkeiten, die mittlerweile gewachsen sind, nicht nur aus der Geschichte, sondern aus der täglichen Arbeit. Und das ist sehr wichtig und sehr erfreulich, auch diese Entwicklung zu sehen. Wunderbar. Herr Heinrich Jaschinski ist ein waschechter Brandenburger. Frau Faber-Schmidt, Sie sind aus Bochum zu uns gekommen. Hat Sie die preußische Tugend hierher gelockt oder was ist es gewesen? Das war es wohl weniger, sondern eher der Zufall. Und ehrlich gesagt, ich bin ja zunächst in Potsdam, in der Landeshauptstadt, aufgeschlagen sozusagen, um dann immer weiter in den Raum zu gehen. Aber alles Preußen. Ja, das war erst für mich gar nicht so positiv besetzt, wie man so sozialisiert ist und welche Bilder man so im Kopf hat. Und je mehr ich mich aber mit der Geschichte und natürlich auch mit den aktuellen Dingen beschäftige, umso mehr habe ich das alles schätzen gelernt. Und wenn man eben einsteigt, und dazu haben wir ja die Gelegenheit bei den Kulturland-Themenjahren, wo ja immer wieder andere Themen angespielt werden, wo sie belebt werden an authentischen Orten, lernt man natürlich wahnsinnig viel kennen. Man lernt viel über die Geschichte. Und ich würde sagen, ich weiß heute mehr über das Land Brandenburg als immer meine eigentliche Heimat. Ich würde sagen, als mancher Brandenburger. Vielleicht auch. Und das schärft natürlich den Blick und man gewinnt einen differenzierten Blick. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Interessante ist an diesem Thema. Natürlich zu spielen mit den Klischees, aber auch zu gucken, was hat es denn tatsächlich damit auf sich, wo kommt das her und was ist wirklich dran. Und das wird sicherlich auch die Landesausstellung und die vielen, vielen korrespondierenden Veranstaltungen und Projekte, die auch im Rahmen des Themenjahres stattfinden, sicherlich in den Blick nehmen. Wir sehen jetzt sozusagen die Erfolge Ihrer Arbeit, aber vielleicht noch mal an den Anfang zurückgedacht. Wie sind Sie denn auf den Wiener Kongress aufmerksam geworden? Warum haben Sie gesagt, das wird unser Thema im Jahr 2014? Das war jetzt gar nicht so sehr unser Blick, sondern natürlich durch die Landesausstellung ein Stückchen vorgegeben. Aber es ist ja so, dass Kulturland Brandenburg oft einen historischen Anlass zum Ausgangspunkt nimmt, um dann ein Thema aufzurufen. Und das war natürlich hier sehr naheliegend und auch mal die Region im Süden, wobei es ja nicht nur den Süden betrifft, denn wenn man genau hinschaut, kommt das ja schon ganz schön nah ran an zum Beispiel die Landeshauptstadt Potsdam. Wenn man schaut, wo eigentlich sächsische Spuren zu finden sind im Land, dann ist man manchmal überrascht. Aber wir nehmen natürlich trotzdem den Süden insbesondere in den Blick in diesem Themenjahr und das finde ich gut, das finden, glaube ich, viele gut, weil es eben auch eine Region ist, die noch nicht so im Fokus ist der Besucher und wir wollen ja animieren, motivieren, in die Region zu fahren, in die Landesausstellung zu gehen und natürlich all das, was der Landkreis und diese Region zu bieten hat, zu entdecken. Und in der Tat, ich kann dem Landrat nur zustimmen, es gibt wirklich wahnsinnig viel Interessantes und Überraschendes, also auch gerade im Elbe-Elster Land zu entdecken. Sie sehen also die Ausstellung vielleicht als Tor sozusagen, weitere Entdeckungen zu machen in Ihrem Landkreis. Ja? Also für uns ist es eine Chance, eine Einladung, diese Ausstellung natürlich zu besuchen, aber auch die Region zu entdecken mit ihren
unterschiedlichen Facetten, mit den unterschiedlichen Angeboten für die ganze Familie, ob naturlandschaftlich durch den Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, aber auch durch die kulturellen Angebote, durch die Möglichkeiten des Verweilens. Und es sind ja ein riesiger Strauß von Veranstaltungen, der um die Landesausstellung einlädt zum Verweilen und in der Region einfach mal ein bisschen die Freizeit zu genießen. Wollen wir zurück noch mal in die Geschichte gucken. Der Wiener Kongress hatte ja die Aufgabe, sozusagen Europa neu zu verteilen. Warum denken Sie, lohnt es sich auch heute, zum Beispiel für die Schüler des Filmgymnasiums Potsdam, sich mit dem Thema zu befassen? Es sind natürlich viele, viele Wurzeln zu entdecken. Also vieles, was man auch für selbstverständlich, heute selbstverständlich hält, zu hinterfragen, zu schauen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und eben zum Beispiel auch diese Entdeckungen zu machen. Ja, Moment mal, Brandenburg, Sachsen, wie verhält sich das und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Es gibt ja ganz interessante Phänomene, also der Thümensche Winkel beispielsweise in Teltow-Fleming. Da kommt man vielleicht nicht unbedingt drauf, dass das eben auch mal so eine Enklave war sächsisch geprägt. Und so etwas zu entdecken, glaube ich, das macht Freude und man hat natürlich Aha-Erlebnisse und natürlich interessante Persönlichkeiten kennenzulernen in der Geschichte, die etwas bewegt haben, auch in ihrer Widersprüchlichkeit oder eben auch zu hinterfragen, ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Sachsen die Fronten gewechselt haben und dann plötzlich als Verlierer dastanden. Und was ich eben sehr interessant finde, auch zwischen Freundschaft und Konkurrenz, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Motto und das kann man, glaube ich, auch in der Ausstellung sehr, sehr gut nachempfinden, auch eine Konkurrenz eben im kulturellen, im geisteshistorischen Zusammenhang. Also es ist ja nicht nur die Industrie, die Wirtschaft oder eben die politische Macht, sondern es ist eben auch die Kultur, die eine wichtige Rolle spielt. Also auch das kennenzulernen, Kultur, die eben einen wichtigen Aspekt darstellt in dieser Konkurrenz, auch von Herrschern zum Beispiel. Eine sehr leidenschaftliche Brigitte Faber-Schmidt. Die letzte Frage, die vorletzte an den Landrat. Sie kriegen dann die letzte, Frau Faber-Schmidt. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei haben Sie vielleicht auch. Was würden Sie sich für Ihren Landkreis wünschen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren? Ja, ich wünsche mir aufgrund des Themas, dass wir in unserer Region stolz sind auf unsere Identität, in der Geschichte einfach mal etwas tiefer eindringen und die notwendigen Lehren daraus ziehen. Aber ein großer Wunsch ist es natürlich, dass viele Besucherinnen und Besucher den Weg zu uns finden und diese tollen Bilder vom Schloss Doverlug, vom Refektorium, von der Klosterkirche und dann auch die vielen unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten im Landkreis Elbe-Elster entdecken, weil das ist die beste Werbung für unsere Region, für unsere Menschen und für alle, die daran mitgewirkt haben, dass wir sowas Tolles in diesem Jahr erleben dürfen, in Doverlug im Landkreis Elbe-Elster. Mögen diese Bilder um die Welt gehen? Dank der Filmschüler aus Potsdam auch. Und liebe Frau Faber-Schmidt, vielleicht können Sie uns mal in Ihr Schatzkästchen gucken lassen am Ende unserer Sendung. Was dürfen wir uns denn für nächstes Jahr vornehmen im Zusammenhang mit Kulturland Brandenburg? Worauf können wir uns freuen? Da wird es um Landschaft gehen, Landschaft im Wandel. Wir haben ja im nächsten Jahr ein Großereignis in der Havelregion, nämlich die Bundesgartenschau in der Havelregion. Von Dom zu Dom? Von Dom zu Dom, das verbindende Band der Havel. Und es werden 5 Stationen ja in diesem engeren Buga-Zusammenhang eine Rolle spielen. Und wir werden das Thema eben aufgreifen, das Thema ins ganze Land tragen mit Landschaft im Wandel. Und wir werden ganz bestimmt auch wieder den Süden in den Blick nehmen, denn auch die Landschaft im Süden steht ja genau für dieses Thema, nämlich für Landschaft im Wandel. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. Herzliches Dankeschön jetzt zum Schluss dem beifallsfreudigen Publikum hier bei uns im Studio, Ihnen zu Hause am Bildschirm bzw. im Internet und ein ganz großes Dankeschön. Und wir haben heute schon mal gesagt, wir ziehen den Hut, den wir nicht tragen. Wir ziehen ihn für die Filmschüler und deren Lehrer am Filmgymnasium Potsdam. Tolle Arbeit, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Tschüss.
Thank you.